Das Schloss Bugcenter Schwerin ist ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Ein innovatives Lichtsteuerungssystem wurde in den vergangenen Wochen eingebaut, das automatisch die Beleuchtung im Einkaufscenter je nach Tageszeit und Helligkeit steuert. Der größte Vorteil ist, dass wir keine Verkabelung benötigen, weil das Tolle an der Lampe ist, dass sie per Funksignal gesteuert wird. Ansonsten hätten wir im gesamten Haus kilometerweise fünfadriges Kabel verlegen müssen. So, und das ist also nicht der Fall. So, und die Lampen, die können dann, die Leuchten kommunizieren untereinander, auch mit einem Funksignal. So, und da ist dann der Dimmer mit eingebaut und mit diesem Dimmer können wir dann das Tagesmilieu dann nachbauen, nachspielen. Für die Umsetzung dieser energiesparenden Lichtlösung ist die ECE-Gruppe, zu der das Schlossparkcenter Schwerin gehört, mit einem Preis durch den zentralen Immobilienausschuss ausgezeichnet worden. Innerhalb der ECE wird, ausgehend von den Erfahrungen im Schlossparkcenter Schwerin, mit einer Einsparnis von 52 Tonnen CO2 pro Jahr durch den Einsatz der Lichttechnik gerechnet. Doch nicht nur im Schlossparkcenter wird an die Umwelt gedacht. Das Dach des Einkaufszentrums in der Mitte Schwerins beherbergt seit einigen Tagen ein Bienenvolk. Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus hat sich das Bienenprojekt am Dienstag direkt vor Ort angeschaut. Der Schweriner Verein New Social Way hat die Wildbienen auf dem begrünten Dach des Schlossparkcenters Schwerin angesiedelt. Der Verein kümmert sich auch um die Pflege des Bienenstockes. Über 550 Wildbienenarten gibt es. In MV sind mehr als zwei Drittel davon vom Aussterben bedroht. Es muss dringend gegengesteuert werden. Wir haben einen Wettbewerb gerade auch laufen, der wird gerade ausgewertet. Die bienenfreundlichste Region Mecklenburg-Vorpommern, das kann eine Stadt sein, das kann eine Initiative sein, das kann ein Dorf sein, es kann eine Schule sein, kann aber auch das Schlossparkcenter sein, um quasi Aufmerksamkeit zu erreichen. Denn wir haben ja alle mit großer Sorge zur Kenntnis genommen, dass die Artenvielfalt deutlich zurückgegangen sind, bestimmte Arten am Aussterben sind. Und wenn eine Art erstmal ausgestorben ist, sie ist dann nur schwer überhaupt wieder ins Leben zurückzubekommen. Insofern muss alles daran gesetzt werden, dass wir insbesondere bei den Insekten weiterkommen. Über die Ansiedlung eines zweiten Bienenvolkes auf dem Dach des Schlossparkcenters Schwerin wird bereits nachgedacht. Der Honig verbleibt als Nahrung für die Bienen im Stock.